Diese Originalbilder aus Überwachungskameras beweisen es. Taschendiebe greifen beherzt zu, wo immer sich eine Gelegenheit ergibt. Während die Kunden ganz auf ihre Einkäufe konzentriert sind, klauen die Diebe gekonnt Taschen, Handys und Geldbörsen. Auch dieser Mann gehört zu Crème de la Crème der Trickdiebe. Giovanni Alecci, Zauberkünstler und Showdieb, arbeitet auch mit der Polizei zusammen. Uns zeigt er heute die typischen Tricks, mit denen Verbrecher im Supermarkt vorgehen. Rufen Sie mich gleich, dann bezahle ich für Sie, wenn es für Sie okay ist. Ich bin doch ein Depp. Wie haben Sie denn das gemacht? Sie haben sich gerade nach vorne gebückt ins Regal. Und beim Hochkommen, da habe ich es einfach rausgezogen. Wir haben eine Kamera im Einkaufswagen versteckt, drehen so unbemerkt alles mit. Nichts ist nachgestellt. Die echten Kunden fallen auch so auf die Maschen von Giovanni herein. Entschuldigen Sie? Meine Oma hat mich beauftragt, ich soll eine Marmelade kaufen mit möglichst wenig Zucker. Trick 1. Der Hilfesuchende. Giovannis junger Komplize lässt sich von Kundinnen beim Einkauf unterstützen. Und Giovanni fasst beherzt zu. Danach geben wir uns zu erkennen, sprechen die Bestohlene an. Eine Frage. Meinen Sie, man könnte sie beklauen? Ja, oh Scheiße. Sehen Sie keine Angst. Wir wollen Sie nicht erschrecken. Ja, Ihre Tasche ist hier. Ich habe gerade gedacht, ne, als er mich so ansprach und so, ne, da habe ich noch gedacht, so eine Tasche festhalten. Im ersten Augenblick habe ich das sogar gedacht. Ja. Auf zum nächsten Opfer. Auch hier hilft der junge Komplize. Und die Handtasche steht griffbereit im Einkaufswagen. Giovanni hat ein leichtes Spiel. Auch hier geben wir uns gleich danach zu erkennen. Ja, und dann hat mein Kollege sie kurz abgelenkt, angesprochen, damit sie sich wegdrehen. Und genau in dem Augenblick habe ich ihnen die ganze Tasche geklaut. Ich hätte gedacht, dass das so schnell geht. Ehrlich, bin überrascht. In der Regel sind es immer Teams, die gemeinsam klauen. Das heißt, einer beobachtet, der andere greift zu, der andere transportiert die Ware ab. Und dann gibt es noch einen, der von weiter hinten beobachtet, ob eventuell die beobachtet werden. Also Minimum 3 oder 4 Leute sind es immer, wenn das Profis sind. Trick 2, der Tollpatsch. Einer der Diebe sorgt für einen großen Einkaufsunfall. Die Kundin hilft beim Auflesen und schon hat unser Showdieb ein Handy erbeutet. Die junge Dame würde vermutlich ohne unsere Aufklärung später ihr verloren gegangenes Handy nicht mit diesem Vorfall in Verbindung bringen. Der macht das absichtlich. Wissen Sie, wieso? Nein. Er ist ein Partner von einem Taschendieb. Mhm. Also jetzt und er hat sie gerade abgelenkt, damit ich sie beklauen kann. Aha. Und jetzt, was habe ich denn verloren? Wow. Das habe ich ihn gerade aus der Tasche gezogen. Während er hingefallen ist, haben sie sich zu ihm hingedreht. Mhm. Und ich habe es ihm da aus der Tasche gezogen. Mhm. Ach, da ist die Kamera sogar an. Entschuldigung. Yep. Dasselbe Spiel an der Fleischtheke. Rums, der Unfall, zack, der Zugriff. Und schon ist wieder eine Tasche im Besitz unseres Showdiebs. Die Kundin bemerkt den Taschenklau schnell. Bevor sie richtig in Panik gerät, klärt Giovanni sie auf. Was ist vielleicht die hier? Schauen Sie mal. Ja, genau. Ah, jetzt verstehe ich das hier. Ah, er hat sie abgelenkt. Und Sie haben zu ihm hingesehen, ach du Armer, und ich konnte in der Zwischenzeit die Tasche klauen. Okay, danke schön. Oh, das war ein Schock jetzt, wirklich. Der Unfalltrick bei einem echten Dieb ohne Komplizen. Er wirft die Ware hinter der Kundin auf den Boden. Das Opfer sieht sich selbst in der Schuld, räumt auf. Genug Zeit, die Geldbörse zu stehlen. Der Trick beim Trickdieb ist die Ablenkung. Es reicht eine Sekunde, um so ein Portemonnaie zu stehlen. Und das ist das, was die meisten Menschen unterschätzen. Sie sind der Meinung, sie haben ihre Wertsachen immer im Blick. Aber es passiert was, man dreht sich nur kurz um, dreht sie sofort zurück und schon ist das Portemonnaie weg. Da hilft nur Vorbeugen. Allen unseren Opfern gibt Giovanni Alecci wertvolle Tipps. Die Tasche am besten umhängen und nach vorne. Schauen Sie mal. Mhm. Da komme ich jetzt nicht dran. Vielleicht noch einen anderen Tipp. Einmal zumachen und ich zeige noch einen kleinen Trick. Moment, wir nehmen die Tasche wieder ab.
und legen die so rum rein. Schauen Sie mal. Ja. Jetzt werden Sie sagen, ja, aber da komme ich ja schlecht an meine Wertsachen dran. Brauche ich erst am Schluss. Richtig. Ja. Aber wenn Sie schwer dran kommen, kann der Taschendieb Sie nicht eben ablenken und aufmachen. Weil ich müsste jetzt hier Sie am Bauch berühren. Und so habe ich gar keine Chance. Ja. Das A und O, wie man sich am besten vor Taschendieben schützt, ist, die Wertsachen so wegzulegen, dass auch wenn ich abgelenkt werde, kein Taschendieb an meine Wertsachen kommt. Deshalb, Handys oder Geldbörsen gehören nicht in die äußere Mantel- oder Hosentasche, sondern in eine gut verschlossene Handtasche oder Jackeninnentasche. Und im Einkaufswagen haben Taschen mit Wertsachen nichts verloren. Dann nämlich sind Taschendiebe, selbst mit dem Können von Giovanni Aleci, chancenlos.